schön. Schön, 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 schön. Ah, wir stehen oben auf dem Jaufenpass. Oh. Wunderhübsch. Und dann sehen wir uns gleich auf dem Tippelsjoch. So, Tippelsjoch sind wir. Hoffentlich ist vor mir jetzt schön leer. Und dann nehme ich euch hier wieder die, keine Ahnung, 15 Kilometer mit. So ein bisschen feucht im Tunnel. Im Intercom könnte noch der Frank und der Jan sein. Ich weiß aber nicht, ob die mich noch hören. Ja, doch. Wie, jetzt sind die Reifen nass und das Moped dreckig. Und 50 und 30. Ich hätte die Kamera doch später anmachen sollen. Hier ist die Baustelle erst zu Ende. Und da können wir wieder. Oh, schön. Na, Leute, hier ist Parken. Da würde ich ein bisschen langsamer. Wenn mal einer rauskommt, dann kann der nicht mehr reagieren und wir auch nicht. Schön, hier hätten wir Pause machen sollen. Traumhaft. Traumhaft. Oh. Hier sehe ich immer nicht so viel mit meinem verspiegelten, nicht ganz legalen Visier. Hübsches Gasthöfchen. Heute sind wir ja nicht so richtig in den Dolomiten, haben wir schon festgestellt, aber morgen wieder. Und wir haben jetzt auch die Bestätigung eines Motorradgeschäfts, dass wir ein paar Ersatzstiefel für den Thomas kriegen. Und dann gucken wir mal, dass er wieder richtig mitmachen kann. Eine schöne Straße. Und das Schönste ist, wir fahren die gleich wieder runter. Aber da hat er recht, hier kann man mehr gucken als fahren, aber ich will fahren. Beim Runterfahren kann ich dann gucken. Genial, ne? Da wollen wir hoch, Mileutz. Da wollen wir hoch. Ich hoffe, die GoPro hält so lang. Muss ich mich ein bisschen ranhalten. Oh, schön. Jetzt habe ich lauter Lärm im Intercom. Da mache ich das Intercom mal aus. Das waren irgendwelche anderen, die sich über Auto ausgetauscht haben. Das war mir nicht. Das war mir zu laut. Oh, hier ist doch Olpe. Kommt doch auch aus meiner Ecke. Könnt mich mal vorbeilassen. Ich sehe nichts an einem Bus. In der Rechtskurve. So. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Der Olpe denkt sich, ist er unterwegs. Ja. Das ist Rhein-Sieg-Kreis. Fieserweise manchmal genannt. Kommt nur selten vor. Hui. Oh, traumhaft, traumhaft. Bleib auf deiner Fahrbahn. Danke. Ach, das sind die hier.
Und jetzt habe ich Platz. Schön. Einfach schön. Und ich freue mich so, dass wir den Abstecher noch gemacht haben. Konnten wir den Thomas überreden. Boah, Junge. Weil der mit seinem Stiefel schon so ein bisschen zu kämpfen hat. Aber Zähne zusammenbeißen. Zähne zusammenbeißen. Jetzt kann ich, dass hier noch so viele Hütten kommen. VfR in Rot. Ich wollte, wenn ich sie nicht in Silber oder Weiß hätte, in Blau genommen. Aber Rot ist auch schön. Und weiter geht's. Da hinten ist dann die Passhöhe, glaube ich, schon irgendwann. Oh. Aber es wird jetzt hier auch schon so relativ, nicht frisch, aber angenehm. Weil im Tal ist wirklich schon so... Puh. Schön hier. Und Schneeballschlacht wollen wir machen. Wenn oben Schnee liegt. Das kommt ja immer ein bisschen drauf an. Aber wenn, machen wir Schneeballschlacht, haben wir beschlossen. Was macht der denn hier? Ist doch genug Platz. Ist das hoch, aber Hammer. Oh, ich freue mich. War das eher eine Geste zum langsamer oder zum Hi? Weiß ich nicht so genau. Hier ist voller. Vielleicht mal hinter so, hier stehen viele rum. Oh. Brumm, brumm. Oh, da unten waren wir eben. Schön. Schön, schön, schön. Jetzt sind wir aber auch gleich oben. Boah, ich sehe die Hütte schon. So. Ich bin geneigt, hier irgendwo vorher noch mal anzuhalten, wo ich hier so ganz einsam meine Ruhe habe. Ich mache das auch. Weil jetzt sind wir fast oben. Und dann nehme ich euch oben gleich noch mal nach dem Blick hier. Oh, Hammer. So, da fährt der Fotograf. Kurzer Fotostopp so, keine Ahnung, 50 Höhenmeter unter der Passhöhe gemacht. Die Bilder seht ihr jetzt hier. Nehmen wir euch jetzt noch ein ganz kleines Stückchen hoch mit, um das Video sozusagen abzuschließen. Da stehen sie alle. Wir werden da nämlich heute nur noch so kleinere Pässe fahren, nachdem wir hoffentlich einen Stiefel für den Thomas gefunden haben. Wir haben diesmal, waren wir so clever, bei dem Laden vorher anzurufen,
und der hat aber die Dinger da, die der Thomas sowieso hat. Also jetzt muss ich überlegen, Alpine Star, AMX 6 oder irgend sowas. Da wird nochmal ein paar organisiert, die hoffentlich innen noch ganz sind und nicht treiben. Und mal schauen. Und dann werden wir noch so ein paar kleinere Pässchen heute zum... Och, war der noch so weit? Dann fahre ich nochmal am Jan vorbei. Werden wir heute nochmal so ein paar kleinere Pässchen fahren. Aber das sind mehr so wirklich Verbindungsstraßen dann in Südtirol, in Dolomiten. Mal gucken, ob ich dann noch ein extra Video mache, weil ich glaube heute, das wird schon relativ lang werden. Och, hätten wir ja noch deutlich höher anhalten können. Naja. Och, so cool. Also ich habe mich deutlich verschätzt. Das sind ja noch locker 200-300 Höhenmeter. Naja, ist so. Haken hier? Keine Ahnung. Von daher habt ihr hier mal die anderen mit auf dem Bild drauf. Wasserfall. Dass ihr seht, ich war nicht ganz allein. Oh je. Kaputt. Das Auto überhitzt. Das ist natürlich Plan B. Wasser da vom Bergbach nehmen und rein ins Autochen. Wo ist denn der Jannen? Den gar nicht mehr im Spiegel. Doch, kommt da, oder? Ja, ich glaube, hier hinter dem Tunnel war das dann schon ein bisschen her. Ne? Ein Jahr, das reicht dann schon, dass ich verplane, wo das eigentlich überall, wo wir da überall lang waren. Jetzt muss ich ein bisschen tricksen. Ich sehe mit dem Verspiegelten, ich sehe gar nichts, Leute. Ah, doch, doch, ich erinnere mich. Jetzt geht es da hinten in diese Enge rein. Ja. Waren wir noch so 200 Höhenmeter zu niedrig bei unserem Stopp. Aber da war noch alles frei. Im Tunnel. 1 Kilometer. Schnee! So, ein bisschen hätten wir da. Den brauchen wir dann nur. Oh, gegenseitig einseifen. Und ich habe eine einzige, und das war auch eine deutsche, Ducati Street Fighter V2 gesehen. Hübsch, hübsch, hübsch. Duschen! Duschen! So, ich glaube nämlich geht hier immer noch leicht runter wieder. Aber ich kann mich doch daran erinnern, an dieses kleine Stichtal hier. Hier die Stangen, für die es nicht wissen, im Winter, wenn hier der Schnee extrem hoch liegt, damit dann der Räumdienst in etwa weiß, wo er lang muss mit den Fräsen. So, da oben. Simmer. Am Scheitel. Dann nur noch hier können wir anhalten, da hätte er seinen Schnee gehabt. Dann würde ich sagen, aus 2509 Metern Höhe verabschiede ich mich. Wenn es euch gefallen hat, Like und Abo würden mich freuen. Ne? Und ansonsten war es das für heute und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Viele Grüße, Stefan vom Talk Club. Da hat jemand mein Motorrad eingeseift. Nimm mir dies! Ach, daneben. Wie die kleinen Kinder. Wie die kleinen Kinder.
Ich hab's auf Video.